Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gestiegen. Seit gestern wurden 955 neue Fälle gemeldet. Das Robert-Koch-Institut befürchtet, dass sich der Anstieg weiter beschleunigen könnte. Dessen ungeachtet demonstrierten in Berlin etwa 20.000 Menschen gegen die angeordneten Corona-Auflagen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstoßen. Am Nachmittag brach die Polizei die Veranstaltung ab und holte mehrere Vertreter der Veranstalter von der Bühne. Parallel dazu gab es mehrere kleinere Gegendemonstrationen. Der Tag begann friedlich. Ein Demonstrationszug unter dem Namen Versammlung für die Freiheit zog durch Berlin. Eine bunte Mischung aus Menschen, die ihre Freiheitsrechte durch Corona eingeschränkt sehen, Impfgegnern, Corona-Leugnern und Rechtsextremisten. Den meisten Demonstranten war gemeinsam, dass sie Einschränkungen zum Schutz vor Corona ablehnen. Von diesem Tag erwarte ich mir, dass wir tatsächlich wenigstens erstmal die Freiheit von den Masken haben, weil die total unsinnig sind. Ich möchte generell sämtliche Freiheitsrechte, wenn es geht, wiederhergestellt bekommen. Wir rufen heute den Tag der Freiheit aus. Überall am Demonstrationszug hatten sich Gegendemonstranten aufgestellt. Sie werfen den Anti-Corona-Demonstranten mangelnde Distanz zu den mitmarschierenden rechten Gruppen vor. Es sind nicht alles Nazis, aber es sind viele Nazis. Leider mischt sich hier alles Mögliche, aber gemeinsam ist denen, dass sie eben keinen Abstand gegen rechts wahren. Man muss doch auch hinterfragen, mit wem man sich da auf die Straße stellt. Die Polizei verzeichnete schon am Nachmittag zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen zum Schutz gegen Corona. Die Demonstranten trugen keine Masken, hielten kaum Abstand. Es gibt Verantwortliche für diese Handlung und das ist nun mal die Versammlungsleitung. Ein entsprechendes Strafvermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet. Gegen die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann das natürlich noch ausgedehnt werden. Da würden dann Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Auch bei einer späteren Kundgebung hielt sich kaum jemand an die Auflagen, sodass die Polizei eingriff und die Veranstaltung beendete. Ihre Versammlung ist hiermit aufgelöst. Die meisten der etwa 20.000 Teilnehmenden verließen dann unter Protest langsam den Ort. Wer sich weigerte, wurde von der Polizei entfernt. Die steigenden Corona-Neuinfektionen lösen in Politik und Wirtschaft Befürchtungen aus, dass wieder Einschränkungen verhängt werden könnten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, einen zweiten Lockdown könne die Wirtschaft nicht verkraften. Der Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft Ohofen sagte, ein weiterer Lockdown würde viele Unternehmen in den Ruin treiben. Seit heute können sich Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland kostenlos auf das Virus testen lassen. Diese Familie am Flughafen in Leipzig macht sich gleich auf ins Labor. Denn seit heute können sich alle Urlaubsrückkehrer bei der Einreise testen lassen, freiwillig und ohne dafür zu bezahlen. In der kommenden Woche soll dann eine zweite Verordnung folgen, die Reisende aus Risikogebieten zum Corona-Test verpflichtet. Aber für uns war es klar, wenn es ein Angebot dasteht, machen wir es. So sehen es aber nicht alle. Wenn ich jetzt Anzeichen hätte, dass es mir schlecht geht, würde ich es machen, aber ansonsten denke ich ja nicht. Sommer, Sonne, Kaltgetränk, wer will das nicht genießen? Und doch machen die infizierten Zahlen Sorgen. So warnt die Wirtschaft heute, eine zweite Welle. Mögliche Schließungen von Betrieben wären fatal. Beides gelte es zu verhindern. Eine zweite Ansteckungswelle könnte wirtschaftlich schädlicher sein als die erste, da viele Unternehmen eben keine Rücklagen mehr haben, wenig Spielraum haben. Und erneute Maßnahmen, Schließungen von Geschäften, von Unternehmen, würde natürlich die Wirtschaft hart treffen. Langsam kommen auch Cafés und Restaurants aus der Durststrecke. Eine weitere Schließungswelle würden viele nicht überleben, so der Branchenverband. Schon jetzt sei jeder dritte Betrieb existenziell bedroht. Und ein zweiter Shutdown würde diese Situation dramatisch verschlimmern. Und deswegen müssen wir alle, die Gäste, die Mitarbeiter und die Unternehmer, alles daran setzen, wirklich so etwas zu verhindern. Das heißt, konsequent die Schutzmaßnahmen umzusetzen.
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Wer mutwillig gegen Regeln verstoße, soll die Konsequenzen deutlicher spüren. Der Wirtschaftsminister will mit härteren Strafen gegen die Fahrlässigkeit vorgehen. Das müssen wir wirksamer als bisher unterbinden und in Fällen, bei denen es deshalb zu Infektionen und Ausbrüchen kommt, wirksam ahnden. Das schließt Bußgelder und Strafen mit ein, wenn es sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit handelt. Zustimmung kommt aus der SPD vom Gesundheitsexperten. Sonst also schädigen einige wenige, die rücksichtslos sind, alle anderen. Und zwar nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Wirtschaft. Und auch das. Genießen könne auch, wer sich an Regeln halte. In Chile stemmt sich die Regierung mit einem milliardenschweren Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise. Zugleich versucht Präsident Piñera damit, einer Protestbewegung entgegenzukommen. Seit Monaten demonstrieren immer wieder Zehntausende Menschen, vor allem gegen die extreme soziale Ungleichheit in dem südamerikanischen Land. Der Mitte-Rechts-Politiker Piñera versprach daraufhin eine Volksabstimmung über eine Verfassungsreform. In dieser Woche besetzte er dann aber 6 Ministerposten neu mit Gegnern von Verfassungsänderungen. Sie machen Lärm, als der Präsident spricht. Protest in der Ausgangssperre gegen Piñera. Viele fühlen sich in ihrer Not von ihm nicht verstanden. Ich schicke euch eine herzliche Umarmung. So beginnt der Präsident und verspricht mehr Hilfe für Familien und eine Förderung der Wirtschaft. Doch Kritiker sagen, es fehlen Reformen. Die Corona-Pandemie legt die Ungleichheit im Land offen. Millionen Chilenen müssen auf ihre privat angesparte Rente zurückgreifen, um zu überleben. Das Sozialsystem ist privatisiert. Nur wer Geld habe, könne sich eine gute Versorgung leisten, berichtet diese Krankenschwester. Das öffentliche System ist überlastet. Es fehlt an Ärzten und Krankenschwestern. Vor der Pandemie demonstrierten Hunderttausende gegen das neoliberale System, das noch aus der Militärdiktatur stammt. Piñera versprach zwar die Abstimmung über eine neue Verfassung, holte jetzt aber extreme Hardliner in die Regierung. Der neue Innenminister Víctor Pérez hatte schon während der Pinochet-Diktatur politisch Karriere gemacht. Beobachter werten die Ernennung als Provokation. Die neuen Minister stehen der härtesten politischen Rechten nahe. Sie vertreten offen Positionen gegen eine Reform der Verfassung. Die Wut wächst. Laut Umfragen wollen die meisten Chilenen einen sozialeren Staat. Doch die Regierung scheint schnelle Reformen verhindern zu wollen. Präsident Trump will die chinesische Videoplattform TikTok in den USA verbieten. Das kündigte er vor Journalisten an. Grund seien Datenschutzbedenken. Die US-Regierung befürchtet, TikTok könnte Nutzerdaten an den chinesischen Staat weitergeben. Das Unternehmen kündigte an, es wolle für mehr Transparenz sorgen. Weltweit hat TikTok etwa 1 Milliarde Nutzer. Sie können dort Videos ansehen und mit speziellen Effekten selbst Filme erstellen. 100 Millionen Menschen nutzen TikTok allein in den USA, so das Unternehmen. Vor allem Jugendliche schauen, produzieren und teilen mit der App bis zu 60 Sekunden lange Videos. Besonders Musik, Tanz und Tiere sind bei den Nutzern beliebt. Doch die chinesische Videoplattform steht in der Kritik. Amerikanische Behörden werfen TikTok vor, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Deshalb will Präsident Trump die App jetzt in den USA verbieten. Wir schauen uns TikTok an. Wir könnten TikTok verbieten. Wir könnten andere Dinge tun. Es gibt ein paar Optionen. Aber viele Dinge passieren. Wir werden sehen. Wir sehen uns viele Alternativen an in Bezug auf TikTok. Kurz darauf erklärt Trump, man werde TikTok aus den Vereinigten Staaten verbannen. Allerdings ist unklar, wie ein solches Verbot durchgesetzt werden könnte. Kurz vor Trumps Ankündigung hatten Medien noch über die Möglichkeit eines Verkaufs des US-Geschäfts von TikTok an Microsoft berichtet. Damit könnte das Unternehmen einem Verbot in den USA zuvorkommen. Vorwürfe gegen TikTok gibt es nicht nur in Bezug auf den Datenschutz. Kritiker werfen der Plattform auch Verstöße gegen Jugendschutz sowie Zensur vor. So löschte TikTok dieses Video einer 17-Jährigen in den USA, die in einer harmlos wirkenden Schminkanleitung die Verfolgung muslimischer Uiguren in China kritisiert hatte. TikTok-Chef Kevin Mayer verspricht Transparenz und bietet die Überprüfung der Algorithmen an.
Wir sind nicht politisch, wir akzeptieren keine politische Werbung, wir verfolgen keine Agenda. Unser einziges Ziel ist es, eine lebendige und dynamische Plattform, auf der jeder Spaß haben kann, zu bleiben. Doch nicht nur in den USA werden die Datenschutzbedenken lauter. In Indien ist TikTok bereits verboten. Auch die Bundesregierung hat eine Prüfung der Video-App angekündigt. Wegen des Angriffs auf Twitter-Konten von Prominenten hat die US-Polizei in Florida einen Verdächtigen festgenommen. Der 17-Jährige sei der Drahtzieher gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Zwei junge Männer aus den USA und England hätten ihn unterstützt. Bei dem Angriff waren vor etwa 2 Wochen zahlreiche Twitter-Konten gekapert worden. Zum Beispiel von dem früheren US-Präsidenten Obama oder Microsoft-Gründer Gates. Auch Firmenkonten wurden gehackt. In Polen ist heute an den Beginn des Warschauer Aufstandes vor 76 Jahren erinnert worden. Am 1. August 1944 erhoben sich Aufständische, die sogenannte polnische Heimatarmee, gegen die deutschen Besatzer. Beteiligt waren nach Schätzungen von Historikern etwa 40.000 Kämpfer. Anfang Oktober hatten die Nazis den Aufstand schließlich niedergeschlagen und die Stadt fast vollständig zerstört. Janusz Badura war 13, als der Warschauer Aufstand begann. Zum Kämpfen war er zu jung. Er unterstützte seine Kameraden mit Lebensmitteln und Botengängen. Auch wenn er heute zur Corona-Risikogruppe gehört, der 89-Jährige lässt es sich nicht nehmen, bei der Gedenkfeier dabei zu sein. Zweimal haben sie mich an die Wand gestellt, wollten mich erschießen und vergraben. Zweimal in verschiedenen Straßen stand ich schon an der Wand, um zu sterben. 1944 in Warschau kämpfte die schlecht ausgerüstete polnische Heimatarmee gegen die deutschen Besatzer. Nach 2 Monaten Untergrundkampf konnten die Nationalsozialisten den Aufstand niederschlagen. Sie rächten sich grausam, zerstörten 90% der Stadt, töteten etwa 200.000 Menschen. Um 17 Uhr heulen die Sirenen, ganz Warschau steht still. Genau um diese Zeit vor 76 Jahren begann der Aufstand, ein Gedenktag, der Polen eint. Um in die Zukunft zu gehen, muss man wissen, woher man kommt. Die Bewohner von Warschau, alle Polen, sie haben gekämpft für einen unabhängigen, freien, polnischen Staat. Veteranen wie Janusz Badura sind Helden in Polen. Der Freiheitskampf der Warschauer 1944 hat auch im Jahr 2020 eine große Bedeutung für das ganze Land. In ihrem Jubiläumsjahr trotzen die Salzburger Festspiele der Corona-Pandemie. In kleinerem Rahmen und unter Hygieneauflagen ist das bedeutende Klassikfestival heute eröffnet worden. Im 100. Jahr des Bestehens wollen die Veranstalter ein Zeichen setzen, dass Kunst und Kultur auch in der Krise möglich sind. Der Klassiker auch an diesem Eröffnungsabend. Das Theaterstück Jedermann von Hugo von Hofmannsthal mit Tobias Moretti in der Hauptrolle und Caroline Peters als Botschaft. Abholen. An den Einlässen zu den Veranstaltungsorten wie auch drinnen strikte Hygienevorschriften für alle Beteiligten, für Musiker, Darsteller und Gäste. Die Zahl der Einlasskarten ist von ursprünglich 240.000 auf 76.000 reduziert worden, auch um die Sicherheitsabstände während der Veranstaltungen einhalten zu können. Die Durchführung der Festspiele während der Pandemie, ein kalkuliertes Risiko, sagen die Veranstalter. Allein statistisch gesehen ist es erwartbar, dass Fälle auftreten, sowohl bei den Festspielen als auch in der Gastronomie als in der Stadt Salzburg. Aber das Wichtige ist, so schnell wie möglich eingrenzen, Contact Tracing isolieren, damit es eben zu keinem Cluster kommt. Die Festspiele aber auch eine Art Feuerprobe, ob derartige Großveranstaltungen in Zeiten von Corona überhaupt möglich sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein wichtiges Zeichen für die Kraft der Kunst in schwierigen Zeiten setzen und damit andere ermuntern. Für den Jedermann-Darsteller Tobias Moretti ist das Theaterstück eine Parabel auf die gegenwärtige Situation. Überfällst mich mittendrin im besten Leben? Das ist nicht ehrlich, dieses Spiel. Das Stück handelt von der Verfügbarkeit von allem, von Ressourcen, von Macht. Auch von Mobilität. Und das ist gerade in der heurigen Saison, in dem heurigen Jahr, ein Punkt gewesen, wo wir alle ausgehebelt wurden. Und deswegen ist dieses Stück auch so aktuell.
Wegen der Corona-Pandemie dauern die Salzburger Festspiele im Jubiläumsjahr statt der üblichen 40 nur 30 Tage. Die Lottozahlen. 1, 20, 24, 33, 38, 39. Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wetteraussichten für morgen Sonntag, den 2. August. Heute Nacht und morgen überquert uns eine Kaltfront. Der damit verbundene Luftmassenwechsel sorgt für teilweise unwetterartige Gewitter. Die sind auch heute Nacht schon gebietsweise unterwegs. Am Tag im Osten und Südosten regional noch freundlich. Aber auch Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Teilweise fällt längere Zeit Regen. In der Nordwesthälfte gibt's mal Sonne, mal Wolken und nur noch einzelne Schauer. Im Rhein-Main-Gebiet heute Nacht tropisch warm, im Nordwesten nur knapp über 10 Grad. An der Nordsee morgen um 20, in der Lausitz bis 30 Grad. Am Montag wechselhaft und kühler, im Süden teilweise ergiebige, örtlich auch gewittrige Regenfälle. Am Dienstag am Alpenrand noch Regen, sonst ein meist trockener Mix aus Sonne und Wolken. Am Mittwoch wird es insgesamt sonniger und wieder wärmer. Um 23.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Großdemo gegen Corona-Auflagen. Wer sind die Menschen, die das Virus für eine Erfindung halten? Fragt Ingo Zamperoni den Szenekenner Olaf Sundermeier. Und kein Alkohol, keine Party. Hamburgs Verkaufsverbot scheint zu wirken. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.